Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich habe mir eine quadratische Leinwand auf meinen Arbeitstisch gelegt und mir zwei Farben ausgesucht, die ich so noch nicht in der Kombination hatte. Und zwar ist das einmal das Türkisgrün und einmal das Saftgrün. Das eine ist eine deckende Farbe und das andere ist eine transluzente Farbe, was man auch schon ganz gut, während ich das auftrage, sehen kann. Und nachdem ich die beiden Farben für meine Hintergrundbemalung verwendet habe, trockne ich das Ganze mit einem Föhn. Das ist eine Wandschablone. Diese werde ich heute zusammen mit einem sogenannten Maya-Gold benutzen. Das ist also eine spezielle Farbe, die sich sehr gut auf dieser Schablone auftragen lässt. Und ich habe hier den Farbton Orange gewählt. Und die Idee hinter diesem Bild ist eigentlich die, dass ich in letzter Zeit einige Videos gesehen habe, und zwar über neue Gutsbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern. Da werden alte Gutsherrenhäuser zum neuen Leben erweckt und eben nicht abgerissen. Und bei einem dieser Gutshäuser kam unter ganz verschiedenen Wandtexturen kam auf einmal eine blaue Wand bzw. Reste einer blauen Wand hervor. Das hat mich heute zu diesem Bild inspiriert. Ich habe mir also diese florale Schablone besorgt, beziehungsweise ich hatte sie schon in meinem Fundus, aber noch nie benutzt. Und deshalb trage ich jetzt erstmal diese wunderbare Farbe auf. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, die beiden Schablonen nicht untereinander zu packen. Wenn man sie aneinander legt, würden sie ja ein komplettes florales Ornament ergeben. Aber ich möchte mit dem Bild auch wieder Rost- und Patina-Effekte erzeugen, sodass ich grundsätzlich mehr Spannung aufbauen kann, wenn die beiden Schablonen ein bisschen voneinander entfernt liegen. Gerade hier in dieser Einstellung sieht man, welch toller Kontrast zwischen dem orangefarbenen Maya-Gold und dem Türkisgrün besteht. Das Türkisgrün ist etwas dunkler als sonst, weil ich es ja mit dem Saftgrün gemischt habe. Nachdem ich das Ornament angetrocknet habe, ist es jetzt Zeit, mein Rakelwerkzeug in Form einer Glättkelle auszupacken und die erste Bahn zu rakeln. Ich habe mich für das Grün-Blau in Verbindung mit dem Perlblau entschieden, und durch die letzten Rakelbilder, die ich gemacht habe, war mir von vornherein klar, dass das florale Element ein bisschen erhaben ist. Nicht viel, aber es reicht. Und so bleibt die Farbe vornehmlich an dem Ornament hängen und bleibt nicht direkt auf der Leinwand. Ich werde also zunächst einige Bahnen rakeln müssen, sodass die Farbe dann auch wirklich auf die Leinwand übertragen wird. Nachdem ich die Leinwand gedreht habe, könnt ihr richtig gut sehen, dass jetzt immer mehr Farbe auch auf der Leinwand hängen bleibt. Und besonders schön finde ich auch den Kontrast inzwischen von dem Orange zu dem Blau und vor allen Dingen zu den Stellen, wo das Perlblau richtig gut durchschimmert.
Ich hatte ja anfangs von den Gutshäusern gesprochen, die für mich diesmal die Inspirationsquelle für dieses Bild gewesen sind. Und auch diesen Gutshäusern kann man ja ansehen, welche Zeiten sie durchgemacht haben. Mal sind Wände eingezogen worden, mal sind Fenster geschlossen worden oder ganz einfach neue Durchbrüche geschaffen worden. Und deshalb greife ich jetzt auch wieder zu meinem kleinen Rakelwerkzeug und ritze ein paar Macken in meine Leinwand. Eine weitere schöne Farbkombination für Rost- und Patina-Bilder ist Braun auf Blau oder Blau auf Braun. Und deshalb greife ich jetzt zunächst zu dem gebrannten Sienna. Das ist eine transluzente Farbe. Und deshalb wird sie am Anfang noch etwas deckender aufgebracht und klingt in der Rakelbahn nach hinten etwas aus, wenn man das so ausdrücken kann. Und ich finde, an dieser Stelle sieht das Bild schon richtig wunderbar aus und gefällt mir also wirklich gut. Nichtsdestotrotz werde ich noch ein bisschen Farbe auftragen, auch wenn der ein oder andere vielleicht wieder sagen mag, der Künstler weiß nicht, wann er stoppen soll. Das macht aber nichts. Ich finde, jedes Bild darf genauso das sein, was es letzten Endes ist. Das ist ein sehr schöner brauner Glitzerpuder, den ich jetzt mit Hilfe eines Löffels und eines Siebes auftragen werde. Und ich geize auch nicht mit dem Glitzer, denn ich möchte, dass der hinterher an der einen oder anderen Stelle in jedem Fall durchschimmert und deswegen trage ich den diesmal recht großzügig auf. Es hat tatsächlich auch geklappt. Von dem Glitzer ist hinterher auch sehr viel zu sehen. Aber ich finde das immer sehr spannend. Wenn ich das Bild später abfilme, kann ich damit kaum was erkennen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der mir erklären kann, warum ich diese Glitterpunkte mit der Kamera nicht so sehen kann, wie ich sie mit den Augen sehen kann. Ich greife nochmal beherzt zu meinem Zahnspachtel, bevor ich dann mit Titan Buff Hell eine helle Farbe wieder ins Spiel bringe. Sie ist normalerweise auch eine deckende Farbe, auch wenn das jetzt hier bei der ersten Rakelbahn überhaupt nicht so aussieht. Das liegt an den verschiedenen Erhebungen in diesem Bild. Und so trage ich bei der zweiten Bahn wesentlich mehr Farbe auf und rakel sehr bewusst mit etwas mehr Druck als bei der ersten Bahn. Und deshalb bleibt auch mehr Farbe hängen. Sehr schön sind auch jetzt die Rillen zu sehen, die ich vorhin mit dem Zahnspachtel eingekratzt habe. Wer gerade bei der letzten Einstellung einen Blick auf den Rand geworfen hat, der hat das Rakelwerkzeug gesehen und dort sind nach der letzten Bahn sehr viele verschiedene Farben aufgetragen gewesen und ich habe es jetzt vor dem Rakeln dieser Bahn nicht mehr gesäubert und deshalb entstehen diese kleinen Farbverschiebungen und Farbharmonien, denn das Titan Buff Hell hat die wunderbare Eigenschaft, sich dann so zu vermischen, dass es sehr harmonisch auf dem Bild aussieht. Insgesamt ist mir das Bild jetzt zu hell geworden für meine Idee mit den etwas abgewohnten und abgerockten Gutshäusern. Und so benutze ich jetzt das gebrannte Umbra, um wieder etwas mehr, wenn ihr so wollt, Dreck auf das Bild zu bringen. Und hier sieht man jetzt wieder eine Farbe, die man die ganze Zeit nicht so wahrgenommen hat. Aber mit dem dunklen Braun, dem gebrannten Umbra, tritt das Grün-Blau vom Anfang, welches ja mit dem Perlblau vermischt worden ist, umso stärker hervor. Es leuchtet durch die ganzen Schichten hindurch.
Hier kombiniere ich auch wieder zwei Farben. Ich habe mein Rakelwerkzeug nicht gesäubert und gebe einfach das Türkisgrün auf mein Rakelwerkzeug und entsteht eine Farbe, die schon so richtig aussieht, als trägt sie das Patina-Gen in sich. Dadurch, dass es zum Schluss hin sehr miteinander vermischt wird, habe ich aber das Gefühl, etwas mehr Türkis aufzutragen und das tue ich dann auch. Ich fange jetzt also an, auf dem Bild akzentuierter zu arbeiten und mir auch anzugucken, welche Farben ich wohin setze. Nachdem ich eine ganze Zeit lang jetzt Rakelbahnen gezogen habe, ist es nicht verkehrt, wieder zu dem kleinen Rakelwerkzeug zu greifen und diese Schichten einmal zu durchbrechen, indem ich nochmal ein paar Macken und Kratzer hineinmache. Und was ich besonders schön finde, ist, dass obwohl so viele Bahnen inzwischen auf dem Bild sich befinden, die floralen Ornamente vom Anfang immer noch durchscheinen. Und ich habe nach wie vor Stellen, wo ich das orangefarbene Maya-Gold immer noch sehen kann. Für die letzten Bahnen greife ich nochmal zu dem Blaugrün vom Anfang. Und obwohl es eine transluzente Farbe ist, schaffe ich es, es zunächst teilweise deckend auftragen zu können. Und dann auf der zweiten Hälfte meines Bildes habe ich wieder diese Schlieren, die entstehen, wenn die Farben sich miteinander vermischen. Das heißt also, man kann hier Teile des Ornaments sehr gut erkennen. Und dann sieht es so aus, als würde das Ornament zur einen Seite hin ausgewaschen werden. Und auch das finde ich sehr schön. Mir gefällt dieses Bild richtig gut und deswegen trage ich noch 2-3 Bahnen in dem Grün-Blau auf, weil mir die dunkle Farbe, die jetzt wieder ins Spiel kommt, sehr gut zu dem Bild gefällt. Auch die Stellen, die von dem Maya-Orange-Gold noch hindurch schimmern, passen dazu sehr gut. Das Schöne an diesem Bild ist auch, dass der Glitterpuder tatsächlich richtig schön an einzelnen Stellen durchkommt und an anderen Stellen haben sich die Körner da drin so als kleine Erhebungen auf dem Bild verteilt, was man nachher, wenn ich euch die Detailaufnahmen zeige, richtig gut sehen kann. Jetzt rakel ich letzte Akzente. Das heißt, ich gehe nochmal mit dem Rakelwerkzeug drüber, um eine feine Linie zu ziehen. Ich setze auch nochmal mit einer Perlfarbe an und rakel allerdings nur ganz kleine Stücke, denn hinterher beim Auftrocknen wird die Farbe dem Bild an diesen Stellen einen richtig schönen perlfarbenen Schimmer verleihen. Jetzt schauen wir uns gemeinsam die Details an und die Kamera fährt über das noch nasse Bild. Ich kann bis auf die Hintergrundbemalung durchgucken. Ich kann das Ornament wahrnehmen. Ich sehe die Stellen, an denen das orangefarbene Maya-Gold noch hindurchschimmert. Und ich sehe auch die Kratzspuren und die Erhebungen. Und wenn ich dann das getrocknete Bild mir angucke, dann sind die Farben etwas dunkler aufgetrocknet, aber das Bild hat nach wie vor seinen Charme. Die Perlfarbe schimmert hindurch. Das schöne Blau vom Anfang ist zu sehen. Ich kann die einzelnen schattierten Brauntöne sehen und, wenn ich mit dem bloßen Auge gucke, kann ich auch Glitterpunkte sehen.
Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf das Bild, wenn es an der Wand hängt. Und dann danke ich dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal.